Ja, hi Leute. Heute melde ich mich mal aus meinem Wohnzimmer und zwar geht es um das Treffen der deutschen Buschkrafter, was vom 14.09. bis zum 16.09. einschließlich stattfindet. Und wir haben noch Plätze frei. Wir haben eine Kapazität von 80 Mann und die sind noch nicht ausgeschöpft. Und jetzt melde ich mich hier mal über diesen Wege an euch. Und wenn ihr Bock habt auf das Treffen, dann schreibt mich einfach an. fahrgummier@gmx.de. Alle wichtigen Informationen zu dem Treffen, die ich jetzt hier nur auf dem Video nicht erklären kann, findet ihr unten in der Beschreibung mit einigen Links. Dort findet ihr auch einen Link zu Google Maps, wo ihr genau sehen könnt, wo das Treffen stattfindet. Ein paar ganz kleine Infos. Die Anmeldung läuft wie folgt ab. Ihr schickt mir einfach eine E-Mail, wie gesagt, an fahrgummier@gmx.de und ihr bekommt dann eine Antwortmail mit einer Kontonummer, wo ihr die Anmeldegebühr überweisen könnt und nochmal den wichtigsten Links etc. etc. Ja, bindend ist die Anmeldung in dem Moment, wo eure Anmeldegebühr auf meinem Konto eingegangen ist und versteht sich von selber. Die Anmeldegebühr beträgt 3 Euro pro Person. Ihr könnt auch sagen, okay, ich möchte einen Kumpel und meine Frau noch mitbringen. Schreibt das einfach in die E-Mail, also mit eurem Namen, mit eurer Adresse und mit den Namen der Leute, die ihr noch mit anmelden möchtet bzw. mitnehmen möchtet. Kommt ihr mit 3 Mann, kostet es 9 Euro, kommt ihr mit 2 Mann 6 Euro und kommt ihr alleine eben 3 Euro. Ganz einfach, ist ein super Gelände. Ich habe unten in der Beschreibung auch nochmal den Link zu dem Projektträger aufgeführt. Das ist das Haus der Nachhaltigkeit, das Biosphären-Erlebniscamp. Guckt euch mal die Seite an, sehr informativ, sehr schönes Gelände und ein ganz, ganz tolles Projekt. Ja, ich denke 3 Euro für ein Wochenende ist echt nicht zu viel und wenn ihr Bock habt, mal die ganzen Leute hier aus dem Bushcraft Deutschland Forum, von der Facebook-Gruppe oder auch hier einige bekannte Gesichter von YouTube mal live zu treffen, euch auszutauschen, ein bisschen Fach zu simpeln, bringt einen Kasten Bier mit, würde mich sehr, sehr freuen. Soll auf keinen Fall irgendein Lehrgangswochenende werden etc., sondern einfach wirklich ein Treffen von Gleichgesinnten, ein bisschen Spaß haben, ein bisschen fachsimpeln, sich austauschen. Ich denke, das wird sehr lustig. Übernachtet wird auf dem Gelände. Selbstverständlich könnt ihr euer Zelt mitbringen oder eure Tarplane oder ihr baut etwas aus natürlichen Materialien. Der Wald ist drumherum, bietet natürlich jede Menge Material, um sich auch eine Notbehausung zu improvisieren. Das könnt ihr halten, wie ihr wollt. In den 3 Euro sind selbstverständlich Anreise und Verpflegung nicht mit eingerechnet. Da kümmert ihr euch dann selber drum. Wir haben eine Feuerstelle, das heißt, ihr könnt eure Kühlbox mitbringen und ein bisschen Grillfleisch, was auch immer. Und ihr könnt natürlich auch sagen, ich möchte das Wochenende mal versuchen, mich komplett aus der Natur zu ernähren. Das sei euch freigestellt, dürft ihr machen, wie ihr wollt. Ihr dürft natürlich auch eure Kinder mitbringen. Da sei jetzt aber bitte nochmal extra erwähnt, die nächste Ortschaft ist, ich glaube, locker 7-8 Kilometer entfernt. Und auf dem Platz selber gibt es zwar eine Wasserpumpe, ist auch kein Trinkwasser, darum bitte auch eigenes Trinkwasser mitbringen. Aber gerade Kleinstkinder können nicht adäquat dort versorgt werden. Und die nächste Ortschaft ist einfach locker 8 Kilometer zu Fuß entfernt. Bitte ich euch einfach, das zu beachten. Ich würde jetzt vielleicht nicht unbedingt mit meinem 2 Jahre alten Kind hinkommen. Ansonsten würde mich tierisch freuen, wenn ich regen Zuspruch habe. Ihr wisst ja, am nächsten Montag laufe ich mit Ronny über die Alpen. Unser Survival-Experiment startet dann und auch hier möchte ich nochmal Werbung machen. Den Link, den blende ich oder beziehungsweise schreibe ich auch unten in die Beschreibung nochmal. Ihr habt jetzt die Möglichkeit, Ronny, top Arbeit übrigens von dir. Ihr habt jetzt die Möglichkeit, per Live-Tracking unsere ganze Tour zu verfolgen. Das heißt, ihr seid während unserer gesamten Tour mit uns verbunden quasi. Wir haben einen GPS-Tracker dabei und der sendet dann permanent die Signale, wo wir uns gerade aufhalten. Das heißt, ihr könnt schön mit einem Bierchen vorm Rechner live dabei sein, während wir uns den Arsch abmühen. sehr, sehr genial. Auch den Link blende ich unten nochmal ein, aber das jetzt nur am Rande. Es soll ums Treffen gehen. Wie gesagt, ich würde mich hier wirklich freuen, wenn ich regen Zuspruch für das Treffen bekomme. Schreibt mir einfach eine Mail. Es könnte sein, dass es dann ein bisschen dauert mit der Antwort-Mail.
wenn ich aus den Alpen wieder zurück bin, dann bekommt ihr definitiv sofort eine Antwort. Nun, ich glaube, ich habe alles. Sollte ich noch was vergessen haben und ihr habt jetzt noch wirklich essentielle Fragen, dann schreibt sie ruhig mit in die Mail. Wundert euch nicht, wenn es eine Woche dauert, dass ihr eine Antwort bekommt. Wie gesagt, in ein paar Tagen geht es schon los mit mir und Ronny über die Alpen. Und ansonsten sehen wir uns auf dem Treffen. Würde mich sehr, sehr freuen. Nehmt ruhig eure Bögen mit. Wir haben ein riesengroßes Gelände. Mit dem Betreiber ist das auch abgeklärt. Wir dürfen da auch schießen. Ansonsten weiß ich jetzt nicht mehr, was ich sagen soll. Bleibt sauber. Habt eine Menge Spaß. Wünscht uns Glück für die Alpen. Wir sehen uns. Ciao. Und anmelden nicht vergessen. Das wird super. Auch du, Stefan.